Die Stadtentwicklung, insbesondere die Planungsbehörden, schaffen natürlich die Voraussetzungen für Wirtschaftsentwicklung. Das ist erstmal der Punkt. Wenn das Planungsrecht nicht da ist, kann kein Unternehmen eine neue Fläche bauen. Und da wir hier die gleichen Probleme haben wie in den Innenstadtbezirken, Verdrängung, hohe Mieten etc., ist ein Stadtforum eigentlich genau richtig hier angesiedelt. Ja, leider auch keine günstigen Gewerbeflächen mehr, denn dieser Zug, dass die Kreativwirtschaft hier noch günstige Räume findet, ist auch vorbei schon seit vielen Jahren. Das heißt, wir reden hier auch über Gewerbeflächenmieten ab 12 Euro aufwärts. Und das gilt nicht nur für die Kreativwirtschaft, sondern auch für Handwerksunternehmen. Wir kriegen regelmäßig Anfragen, die wir in der Regel nicht bedienen können nach Flächen. Das sind Unternehmen, die aus Wedding, Neukölln, Kreuzberg kommen, glauben, hier gibt es noch was Günstiges, aber das ist tatsächlich schon vorbei. Ich glaube, wir brauchen Angebote für unterschiedliche Branchen. Der Handwerker braucht eine ebenerdige Werkstatt, beziehungsweise möchte er das. Er möchte seine Lieferautos dort beladen und entladen. Sowas geht allerdings nur mit einem sehr hohen Flächenverbrauch einher. Und genau dafür müssen wir auch neue und andere Gebäudetypen entwickeln. Da ist auch die freie Wirtschaft, die Immobilienentwickler auch ein Stück weit gefragt, genau für diese Unternehmen auch ein Angebot zu schaffen.